Wände ohne Funktion sind wie künstliche Titten ohne Hirn. So war die Headline meines letzten Beitrages in der Fachzeitschrift Color, in der bis auf Weiteres regelmäßig Kolumnen von mir erscheinen. Das haben anscheinend einige weibliche Leser komplett falsch verstanden. Die zweite Überschrift mit Was helfen schon aufgespritzte Lippen und künstliche Kurven hat anscheinend auch nicht gerade zur Beruhigung beigetragen. Gut so. Ein bisschen Aufregung hat noch nie geschadet und es würde ja auch schon helfen, nicht nur Überschriften, sondern ganze Artikel zu lesen. Geht es doch darin um ein ganz wichtiges Thema, um Wohngesundheit. Interessanterweise sind Frauen dafür wesentlich offener als Männer. Schauen Männer meist nur auf formvollendete Oberflächen und schönes Design, ist bei Frauen der Aspekt von gesundem Wohnen bereits voll angekommen. Und das nicht nur erst seit der C-Krise mit Lockdown, Quarantäne und Homeoffice. Jetzt zählen auch die inneren Werte einer Wohnung und Wände, die nicht nur gut aussehen, sondern auch noch zur Gesundheit beitragen, sind gefragt. Design und Funktion müssen sich ja nicht ausschließen. Aber wie gesagt, bei Männern zählt meist in erster Linie die Optik, bevor sie sich mit den inneren Werten befassen. Und das soll angeblich nicht nur bei Wandbeschichtungen so sein. Aber jetzt genug mit dem Vergleich von Frauen und Wänden, der nur dazu dienen sollte, um die Aufmerksamkeit des Lesers auf meine Kolumne zu lenken. Denn das große Umdenken hat bereits begonnen. Was hilft die schönste Oberfläche, wenn diese keinen Beitrag zu gesunden Raumklima leistet? Diese Fragen stellen sich informierte Kunden immer öfter, wenn sie Renovierungsarbeiten in ihren eigenen vier Wänden beauftragen. Nachdem Wandflächen so viele positive Eigenschaften in sich vereinen können, ist das Aussehen alleine viel zu wenig. Gibt es doch eine Menge Eigenschaften, die eine Wand und ihre Beschichtung erfüllen können. Feuchte Pufferung, feuchte Ausgleich, Dampfdiffusionsfähigkeit, Allergikertauglichkeit, natürlicher Schimmelschutz, Abbau von Gerüchen und organischen Schadstoffen und so weiter. Umso unverständlicher ist es, dass an den meisten Wänden noch immer hauptsächlich Gipsputze und Gipskartonplatten verwendet werden. Diese haben fürs Raumklima bekanntlich kein grünes Händchen und können gar nichts zum Regulieren der Luftfeuchtigkeit und gesunden Raumklima beitragen. Das Motto lautet also, Design trifft Funktion. Besser kann man die Anforderungen, die heutzutage an Wandoberflächen zu stellen sind, nicht beschreiben. Und jetzt der Tipp des Tages für meine Malerkollegen. Wenn es um Wohngesundheit und das Wohlbefinden der eigenen Brut geht, sind immer die Frauen die wichtigsten Ansprechpartner. Die Männer kümmern sich meist nur um die finanziellen Abwicklungen, wenn es um Ausgestaltung der eigenen vier Wände geht. So sollte also bei jedem Kundengespräch natürlich die Frau des Hauses anwesend sein. Ladies first ist also die Devise. Unsere Partnerbetriebe für atmende Wände wissen dies natürlich längst und setzen dieses Wissen bereits jahrelang erfolgreich ein. Wenn auch du Teil einer erfolgreichen Partnerschaft von Malern und Stuckateuren im deutschsprachigen Raum werden willst und dir einen Gebietsschutz für atmende Wände in deiner Region sichern willst, dann schreib mir ein Mail oder eine Nachricht auf Facebook, YouTube oder Instagram. Ich werde dich mit weiteren Infos versorgen, denn mein Versprechen lautet, wir machen Maler wirklich erfolgreich. Bis nächste Woche. Ciao.